Graf Odo ist Paris Beschützer. Der Mann des Königs und er sagt euch die Wahrheit. Traut den Nordleuten nicht zu, etwas anderes zu tun, als Nordleute tun. Schließlich sind sie Nordleute. Dies ist nicht das erste Mal, dass sie hier sind. Und es wird nicht das letzte sein. Aber... Graf Odo ist Paris Beschützer. Der Mann des Königs und er sagt euch die Wahrheit. Traut den Nordleuten nicht zu, etwas anderes zu tun. Rot oder Geld? Rot oder Geld? Rot oder Geld? Rot oder Geld? Gehört dir die Schenke? Gehören? So ein argloses, hoffnungsfrohes Wort. Was willst du haben? Hier ist ordentlich was los. Wenn du eine Gruppe voller Soldaten, die sich auf meine Kosten in Wein ertränken meinst, dann ja, ordentlich. Besser wäre es allerdings noch ohne den alten Säufer dort, der sich bei jedem, der zuhört, über den Bischof ausheult. Ich würde ihn wegschicken, aber ehrlich gesagt, bringt er gutes Geld. Ich muss den Bischof finden. Den Bischof? Er ist zumindest nicht hier in dieser Schlammgrube. Das könnte seine heiligen Sandalen beschmutzen. Es gibt einen Priester, der hier manchmal Rechenarbeiten für den Bischof erledigt. Zuletzt sprach er mit einer Gruppe Soldaten. Danke für deine Hilfe. Du siehst aus, als würdest du dich gern beschweren. Du kommst wieder. Wein lockert die Lippen so gut wie Ale. In der Schenke kennt vielleicht jemand einen guten Weg in die Kirche. Jemand muss dem Bischof Bericht erstatten, dass man sich um den neugierigen Schreiberling gekümmert hat. Also, ich... Was wollen ein Bischof und seine Soldaten mit meiner Tochter? Du erwähntest den Bischof. Er hat sie geholt, meine Tochter! Sie ist fort. So ein gutes Kind hat mir nie Kummer gemacht. Sie würde niemals stehlen. Wer hat deine Tochter geholt? Der Bischof? Seine Soldaten in der Armensiedlung. Sie soll dem Bischof Silber gestohlen haben, vom Teufel besessen sein und die Lieferanze brauchen. Was? Was hast du gesagt? Ich werde deine Tochter suchen. Und sie wird mich zu Engelwin führen. Ich könnte die Tochter des Säufers in der Armensiedlung suchen. Oder versuchen, hier mehr zu erfahren. Für einen Diener Gottes ist er recht ungehalten. Das sind zwei gute Spuren. Yeah.
Jelly Bonjour, Sieth. Kommt ihr es? Wir sehen uns bald wieder. Das war's für dich! Beschützer, der Mann des Königs, und er sagt euch die Wahrheit. Traut den Nordleuten nicht zu, etwas anderes zu tun, als Nordleute tun. Schließlich sind sie Nordleute. Dies ist nicht das erste Mal, dass sie hier sind. Das Ende ist dir auf den Fersen. Ich schlag dich zu Brei!
Oh. Aus! Hey! Ich mach dich fertig! Was hast du? Oh, rechte Fälle! Ich hol dich gleich ein! Ist die etwa auch tot? Oh, das ist nicht normal. Nicht anfassen! Das ist bestimmt die Seuche. Das ist nicht nur die Seuche. Vier an einem Tag. Steh uns bei. Komm zurück! Gleich habt ihr es geschafft! Du! Hier sollte ich vorsichtig sein. Gib mir Kraft! Tja, ich brauche Hilfe!
Gefährlich. Komm! Oh. Oh. Das war knapp. Ja. Mein Vater? Ja, die Soldaten des Bischofs. Ich habe überhaupt nichts gestohlen. Sie wollten mir Deliverance bringen. Du hast den Bischof bestohlen? Gewagt. Ich sag doch, das habe ich nicht. Also zumindest kein Silber. Nur einen kleinen Kirchenschlüssel. Ich will diesen Schlüssel. Die Soldaten auch. Aber ihr seid alle zu spät. Ich habe den billig an ein paar Banditen in der Kloake verkauft. Mein Lohn für deine Rettung ist also ein Kampf mit Banditen. Gern geschehen. Viel Glück. Die Kloake stinkt. Ich muss zu meinem Vater, ehe er wieder aus der Taverne geschmissen wird. Allez, avancez! Das muss die Kloake sein. Frische Spuren. Die Banditen sind nah. Warum ist...
Diese Waren sind verladefertig. Die Banditen sind also Schmuggler. So ein Glück. Jeder weiß, dass der Bischof ganze Kammern voller Silber und Geschmeid. Eine Gnade! Der Schlüssel trägt in seinem Griff ein Christenkreuz. Das ist ein Kirchenschlüssel.
Tut mir leid, wir haben hier zu. Versuch dein Glück mal oben. Die Wachen sind schwer bewaffnet. Ich sollte hier aufpassen. Ich kümmere mich doch! Das schaffen wir. Weiter so! Schnapp ich mir, du Hasenfuß!
Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön.
Moment, Mr. Marquez. Hast du diesen Priester gehört? Er hat wieder von die Liberanze geredet. Die reden ständig, meistens über Gott. Wenn man denen zuhört, könnte man glauben, Gott selbst wäre arm. Warum schreien sie nur? Sagst du, was tun die da im Keller? Ich suche Bischof Engelwin. Weißt du, wo ich ihn finde? Wenn du für die Deliverance hier bist, musst du eine Weile warten. Mein Bruder wartet schon seit Stunden da oben. Bist du wegen der Deliverance hier? Ja, ich weiß nicht. Ich will Gott nahe sein, aber diese Schreie kommen... Hast du dieses Ritual, die Deliverance mit Engelwin? Ja, er führt es allein durch. Ich bin als Nächster dran und ich glaube, das will ich nicht. Ich könnte deinen Platz einnehmen und Engelwin für dich treffen. Dann könntest du gehen. Sag mir, was ich tun muss. Du brauchst eine Robe. Ohne ihr spezielles Gewand lassen sie dich nicht hinein. Dann gehst du runter zum Gang und sprichst mit dem Priester. Gib mir deine Robe. Meine? Sie gab mir eine, aber ich zog sie nicht an. Ich habe sie hier irgendwo gelassen. Ich werde sie finden und deinen Platz einnehmen. Du solltest nun gehen, bevor sie dich rufen. Ja, du hast recht. Sobald ich mich beruhigt habe, gehe ich. Verstand ist das, das Gewand, das ich brauche. Schön gefertigt. Wie ich sehe, bist du für das Ritual bereit. Nimm diesen Schlüssel, bereite dein Herz vor und wenn du soweit bist, durchschreite die Tür.
Der Bischof erwartet dich. Wie ich sehe, bist du für das Ritual bereit. Willkommen, Reisender. Deine Augen sind bedeckt und doch siehst du mich. Gerechtigkeit und Unschuld sind beide blind und sehen doch umso klarer. Finde sie, erhelle den Weg und sieh die Schätze Gottes. Gott ist das Licht und in ihm ist kein Dunkel. Der Weg durch die Dunkelheit zu einer Deliveranze ist klar, wird er von Gott erhellt. Ein Rätsel. Der Wie? Das wären zwei. Gerechtigkeit und Unschuld erhellen den Weg. Ohne sie sind wir blind. Nackt kamst du aus deiner Mutterleibe und nackt wirst du wieder dahin fahren. Tritt nun hier ein, nackt. So ist es immer. Deliveranze oder Tod. Meine weitere Seele für das Jahr. All meine Urteile sind gleich. Amen. Die Verkleidung täuscht niemanden aus der Nähe. Ich sehe Abstand zum wahren Wahren. Wie ein Priester. Hier ist ein Eindringling! Wachen! Wachen zu mir! Ich treibe dich aus, Teufel! Ich reinige dich!
Der Geist des Bischofs war auf eine Weise getrübt, die ich nicht verstehe. Er trug ein Siegel und einen Schlüssel bei sich. Ich sollte herausfinden, was er öffnet. Welch ein Reichtum. Engelwin würde einen guten Plünderer abgeben. Er führte Krieg gegen seine eigenen Gedanken. Dieser Brief richtet sich an Charles und erzählt vom Angriff auf Milidunum. Er sollte heute Abend an ein Hurenhaus in der Taverne gehen. Der König muss also dort sein. Ah.
Maschine. Diese Typ. Wer bist du? Bischof Engelwin schickt mich mit Kunde für den König. Ist das so? Und hat er dir auch die Parole mitgeteilt? Ich habe eine dringende Nachricht für den König. Du bist wohl einer seiner neuen... Und nun zum König. Meine edle Königin, du bist Sünderin und Heilige, Beichtmutter und Geliebte, wie ich dich... Wirklich? Was bist du? Noch ein Teufel?
Ich bin kein Feind, noch nicht. Ich bin Eivor vom Rabenclan in Englerland. Na, Fleisch und Blut. Ein Nordling, wie es aussieht. Warum störst du mich? Wo ist meine Wache? Deine Wache wird nicht kommen. Dein Bischof wird sich uns auch nicht anschließen. Engelwin, du hast mir einen Dienst erwiesen, wenn auch unbewusst. Dieser Bischof war mir ein unheiliger Dorn im Auge. Was ist dein Begehr? Deine Soldaten greifen Dörfer der Nordleute an. Jeden Tag mehr. Du führst einen Krieg gegen uns. Völlig grundlos. Grundlos? Dies ist mein Land. Ein Königreich von Gottes Gnaden. Ihr seid Eindringlinge. Teufel. Eine Geißel, die ich ausmerzen muss. Gott persönlich ist mein Grund. Kriege sind unsicher, gefährlich. Oft beginnen sie an einem Ort, nur um unglücklicherweise an einem anderen zu enden. Krieg ist Krieg. Aber du meinst Englerland. Oh ja, ich verstehe dich, Diable. Du kommst, deinen eigenen Hals zu retten. Ich komme, um eine Einigung zu erzielen, die viele Hälse rettet. Vielleicht auch den deinen. Ihr fallt mordend in ein anderes Land ein und du glaubst, mich mit Worten davon abzubringen, euch wieder zu vertreiben? Ich bin ein König. Du, ein gottloser Eindringling. Wer bist du, mit mir zu verhandeln? Ich bin die, die dich bereits hätte töten können. Und doch lebst du noch. Vielleicht ist es ein Glücksfall. Was meinst du? Könnte es gelingen? Durchaus möglich. Es gibt etwas, das ich benötige. Wenn du dies erwirkst, werde ich deinem Vorschlag offener gegenüberstehen. Eine Abmachung in einer Abmachung. Wie überaus königlich. Worum geht es? Meine Königin, Richardis wurde entführt. Ich will sie zurück. Ich nehme an, ich muss sie erst finden. Meine Spione berichten, dass die Täter zu einer Fraktion Eiferer innerhalb der Kirche gehören. Mehr weiß ich nicht. Du scheinst ob ihrer Abwesenheit nicht sonderlich besorgt. Für Könige ist die Ehe oft mehr eine Frage der Politik und weniger des Herzens. Zudem bezweifle ich, dass sie in Gefahr ist. Doch sei versichert, dass ich sie unbeschadet zurückhaben will. Und im Gegenzug wirst du Englerland in Frieden lassen. Frieden? Ein seltsames Wort aus dem Munde eines Eindringlings. Doch erneut erlaubst du dir zu viel. Erledige das. Und du hast dir einen Platz am Verhandlungstisch gesichert. Mehr nicht. Wenn wir uns wiedersehen, dann mit deiner Königin und wir besprechen deine Pläne für Englerland. Wie du es sagst, Diable. Gott wird dafür Sorge tragen. Und nun entschuldige mich. Oh!
Nötig.